Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich begrüße ich Sie und heiße Sie zu unserer Abendveranstaltung in unserem Haus willkommen. Ich heiße Stefan Höpfinger und ich bin seit vielen Jahren Studienleiter hier im Haus. Meine Damen und Herren, Rolf Hochhuths Schauspiel Der Stellvertreter wurde am 20. Februar 1963 in West-Berlin am Theater am Kurfürstendamm, dem damaligen Haus der Freien Volksbühne, uraufgeführt. Regie führte der Intendant der Freien Volksbühne, Erwin Piscator. Bis heute ist das christliche Trauerspiel, wie der Autor das Stück im Untertitel bezeichnete, in über 25 Ländern und weltweit in über 80 Städten gespielt worden. Die Uraufführung löste die bis dahin größte und weitreichendste Theaterdebatte in der Bundesrepublik Deutschland aus und sorgte für internationale Kontroversen. Inszenierungen des Stücks führten zu Auseinandersetzungen und zu Tumulten in mehreren europäischen Ländern. Die österreichische Erstaufführung am Wiener Volkstheater sorgte sogar für Handgreiflichkeiten. Hochhuth, ein 1931 geborener und bis dato völlig unbekannter Schriftsteller, übte in seinem Stück, das er im Übrigen zum Gedenken an Pater Maximilian Kolbe und den Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg geschrieben hat, scharfe Kritik am Verhalten von Papst Pius XII. Während der Zeit des Nationalsozialismus. Der Papst, so seine brisante These, habe zu wenig getan, um den Mord an den Juden zu verhindern. Dadurch, dass er zu den Judenmorden geschwiegen hat, statt seine Stimme in der Öffentlichkeit zu erheben und die Morde zu verurteilen, habe sich der Papst so das Urteil Hochhuths am Massenmord mitschuldig gemacht. Das Schauspiel Hochhuths hat das Bild von Pius XII. Bis heute maßgeblich geprägt. Galt er vorher noch als der Papst des Friedens, wurde er nun zum Papst, der geschwiegen hat und als solcher sogar als Verbrecher gebrandmarkt oder als Hitlers Pope, wie Daniel Goldhagen ihn einmal bezeichnet hat. Wie das Handeln oder das Nichthandeln von Pius XII. In der NS-Zeit zu beurteilen ist, ob es grundsätzlich neu bewertet und vielschichtiger gezeichnet werden muss, als das bislang geschehen ist und derzeit oft noch geschieht, wird man erst dann beurteilen können, wenn die vor 2 Jahren zugänglich gemachten Akten zu Pius XII. In den vatikanischen Archiven von den Historikern in größerem Maße ausgewertet sind. Manche Einschätzung war jedoch schon zu vernehmen, so etwa die, dass Pius XII. Durch seinen persönlichen Einsatz etwa 15.000 Juden das Leben gerettet hat, indem sie auf seine Initiative hin in Geheimoperationen in Verstecke gebracht wurden. Öffentlich geschwiegen hat der Papst wohl, lebensrettend gehandelt hat er aber wohl auch. Bei unserer heutigen Veranstaltung wird es vorrangig um die Frage gehen, wie eine eher fiktive Darstellung von historischen Zusammenhängen einen derartigen Konflikt im Spannungsfeld von Religion und Politik auslösen konnte und wie dieser eskaliert ist. In diesem Zusammenhang wird auch zu fragen sein, welche Rolle die religiöse Argumentation der Verteidiger der Werte und des Images der Kirche dabei spielte. Hat die Verteidigungshaltung der Kirche selbst für die mediale Wirkung des Stellvertreters gesorgt? Was für andere Möglichkeiten hätte es seitens der Kirche gegeben, auf das Stück zu reagieren? Welche Linie etwa verfolgte man im Erzbistum München und Freising? Und damit bin ich beim Referenten unseres heutigen Abends, Herrn Prof. Dr. Mark Raff von der St. Louis University in Missouri. Ganz herzlich begrüße ich Sie und danke Ihnen vielmals, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich freue mich darüber, dass dies nach einigen Anläufen doch noch gut geklappt hat. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie befassen sich ja schon seit längerer Zeit mit der Hochhuth-Debatte
und sind ein ausgewiesener Kenner der Materie. Gerade eben erst hatten sie mir erzählt, dass sie selber noch mit Hochhuth gesprochen haben und mit vielen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis von Rolf Hochhuth. Und wie sie mir auch erzählten, waren sie in 77 verschiedenen Archiven in 6 Ländern Europas, der USA und Kanadas, um eben diese Materie gründlich zu erforschen. So bin ich jetzt gespannt auf Ihren Beitrag, um den ich Sie nun bitte. Sie haben das Wort, Herr Professor Raff. Ganz herzlichen Dank also für die schöne Vorstellung. Und ich hoffe, dass Sie mit meinem markanischen Akzent zurechtkommen. Ich hatte einen langen Weg gehabt, jetzt um hierher zu kommen. Das hat sich über fast 24 Stunden hingezogen von St. Louis in den USA so nach Bayern. So ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass Sie mir auch ein bisschen Müdigkeit also verzeihen können. Man braucht ein paar Tage, um sich der deutschen Zeitzone anzupassen. Aber es ist wirklich eine sehr besondere Freude, hier eingeladen zu sein. Innerhalb von 5 Jahren kehrte das historische Bild von Pius XII. Fast völlig um. 1958 wurden Lobesreden auf den gerade verstorbenen Pontifex zum Andenken an des sogenannten Papst des Friedens gehalten. 1963 wurde Pius XII. Wegen seines öffentlichen Schweigens angesichts des Massenmordes an den Juden als der Papst, der schwieg, sogar als Verbrecher gebrandmarkt. Dieser Sturz ist von der medialen Wirkung des Schauspiels der Stellvertreter nicht zu trennen. Das war das Erstlingswerk von Rolf Hochhuth. Hochhuth war damals ein 32-jähriger, bis dahin völlig unbekannter deutscher Schriftsteller. Durch den Stellvertreter erhob der damals junge Dichter und Lektor im Bertelsmann-Konzern gegen den verstorbenen Pontifex den Vorwurf, sich zum Massenmord an den Juden nicht öffentlich und konsequent geäußert zu haben. Ein begeisterter Anhänger Hochhuths brachte es damals auf den Punkt. Jetzt Zitat: Hochhuth kam vor dem Fall. Hochhuths Theaterstück schlug wie ein Blitz in der kulturellen Landschaft der Bundesrepublik ein. Regie führte Erwin Piscator, der sich als Altkommunist und Vertreter des politischen Theaters der Weimarer Zeit und während der 12 Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft in Moskau und New York aufgehalten hatte. Die Premiere am 20. Februar 1963 auf der Freien Volksbühne in West-Berlin entfachte eine Reihe von Auseinandersetzungen, die zu den größten Medienskandalen in der Geschichte der Bundesrepublik zählte und in den kommenden Jahren keineswegs Abriss. In mehreren Ländern wurden Stinkbomben zertreten, Protestbriefe geschrieben, Anwälte zu Rat gezogen und Demonstrationen verkündet. Mitten in diesem Chaos entwarfen 2 deutsche Bundestagsabgeordnete die sogenannte Kleine Anfrage, die den Bundesaußenminister damals, Gerhard Schröder, dazu veranlasste, sein Bedauern über den Angriff gegen Pius XII. Zum Ausdruck zu bringen. Seine Erwiderung auf diesen jungen protestantischen Autor hatte er zunächst an die katholische Nachrichtenagentur, also die KNA, abgeliefert, bevor er sie an die Abgeordnete verteilt. Denn fast alle Teilnehmer in diesen Kontroversen waren sich darüber im Klaren, dass es sich dabei um ein internationales, mediales Ereignis handelte. In diesem Vortrag werde ich mich insbesondere mit der Medialisierung der sogenannten Pius-Kriege im Jahre 63 und auch im Jahr 64 in der Bundesrepublik beschäftigen. Diese sogenannten Pius-Kriege wurden als Public Relations Kämpfe und Imagekampagnen von konkurrierenden und verfeindeten Netzwerken ausgetragen. Ein katholisches Netzwerk aus Berlin und ein Netzwerk aus dem Rowohlt Verlag trugen mit aller Härte einen Public Relations Kampf gegeneinander aus. Es war die Macht,
Diese internationalen Mediennetzwerke, und jetzt so meine erste These, die innerhalb kürzester Zeit einem Unbekannten wie Hochhuth erlaubten, international für Furore zu sorgen und seine kritischen Thesen in den Tageszeitungen, Radionachrichten und Fernsehsendungen über Jahre hinweg zu verbreiten. Zugleich, und so meine zweite These, verhielten sich viele von Hochhuths Gegnern im Rahmen einer großen strukturellen und mentalen Transformation im internationalen Medienbereich oft ungeschickt. Als Kritiker wie Hochhuth die Kirche und den Papst des moralischen Versagens während des Dritten Reiches und des Holocausts bezichtigten, wandten sie eine ganze Reihe von defensiven Strategien an, um die Vorwürfe päpstlicher Kritiker durch Richtigstellungen in der Presse und Angriffe gegen ihre Kontrahenten zu kontern. Zu diesem Zweck mobilisiert das katholische Netzwerk aus Berlin, die KNA und auch die vielen Zeitungen, Zeitschriften, Bistumszeitungen, die meist wöchentlich erschienen und eine regelmäßige Leserschaft von mehr als 1 Million hatten. Diese Verteidigungsstrategie spielten den Pius-Gegnern direkt in die Hände, weil das katholische Netzwerk aus Berlin unter gewissen strukturellen Nachteilen litt, die anhand von einigen Beispielen verdeutlicht werden kann. Als einigen Leitern der Kampagne gegen Hochhuth langsam klar wurden, dass in diesen medialen Auseinandersetzungen das Rowohlt-Netzwerk bessere Karten hatte, zogen sie in Erwägung, etwas härtere Maßnahmen zu ergreifen, und zwar von rechtlichen Maßnahmen Gebrauch zu machen, was aber nicht ausschließlich bedeutete, ihre Gegner vor Gericht zu bringen. Aus einer Kontroverse über das päpstliche Verhalten während des Zweiten Weltkrieges entstanden dann neue Debatten. Und die neuen Debatten waren über Meinungsfreiheit und Toleranz, die Position der Pius-Verteidiger nicht gerade stärkten. Kurzum, in so meiner Hauptthese: Die defensive kirchliche Strategie lief in der ersten Hälfte der 60er Jahre einer neueren kritischen Öffentlichkeit zuwider, auch unter vielen Katholiken. Und diese kritische Öffentlichkeit testete ihre Grenzen, sich an öffentlichen Diskussionen und Debatten über heikle Themen zu beteiligen. Rolf Hochhuth ist im März 2020 im Alter von 89 Jahren in Berlin gestorben, was uns erlaubt, die Auseinandersetzung um den Stellvertreter in Deutschland in ihren historischen Kontext einzuordnen. In diesem Vortrag werde ich mich auf einige wenige Beispiele beschränken, weil es natürlich nicht möglich wäre, so den ganzen Verlauf der medialen Auseinandersetzungen zu rekonstruieren, die sich über Jahre, sogar bis 1966 hinzogen, als der Stellvertreter mehr als 30 neue Bühnen in 12 Ländern eroberte. Ich möchte mit den Auseinandersetzungen vor der Premiere, also vor der Premiere am 20. Februar 1963 anfangen, die den Ton für die andauernde Kontroverse angab, und danach auf einzelne Protestaktionen und Krawalle nach der Premiere eingehen, die die Kontroverse wieder aufkommen ließen. Erlauben Sie mir auch ein kurzes Wort zu meiner historischen Methode, und ich hoffe, dass ich Sie nicht damit enttäusche. Also, weil es mir um eine historische Kontextualisierung der Kontroversen über die katholische Vergangenheit geht, werde ich zum eigentlichen Verhalten des Papstes während des Holocaustes keine Stellung beziehen. Also, was Pius XII. Getan hat, nicht getan hat, hätte tun können, nicht hätte tun sollen, wird das Thema für eine andere Veranstaltung sein, vor allem angesichts der neuen Befunde aus dem Vatikanischen Archiv. Die Forschungsergebnisse daraus werden erst in nächster Zeit publiziert. Darüber hinaus dürfen Ihnen auf den ersten Blick, vor allem angesichts des Holocausts, die medialen Aspekte zur Hochhuth-Kontroverse als Thema
vielleicht trivial scheinen. Ein kurzer Vergleich mit dem kirchlichen Missbrauchsskandal in den USA zeigt jedoch, wie wichtig und zentral gerade die Rollen der Massenmedien bei der Austragung kirchlicher Skandale tatsächlich gewesen ist. Allein durch die Berichterstattung einer Arbeitsgruppe erfahrener Journalisten, die für die renommierte Lokalzeitung, also The Boston Globe, gearbeitet hat, kamen die vollen Dimensionen der Missbrauchsfälle ans Licht. Die Empörung über diese Nachrichten war in Boston so groß, dass sich Dutzende weiterer Opfer veranlasst sahen, sich zu Wort zu melden, sodass die Oberhirten der Boston-Diözese auch gezwungen sahen, die Vorwürfe öffentlich zurückzuweisen. Mit anderen Worten, fungierten die Medien nicht nur als Vermittler, sondern auch als selbstständige Protagonisten. Nach einem bekannten Zitat des kanadischen Kommunikationstheoretikers Marshall McLuhan, "The medium is the message." Ich möchte nun zum ersten Teil meines Vortrags kommen, und zwar zu den Auseinandersetzungen über den Stellvertreter vor der Premiere. Entscheidend für ihren Verlauf war die Tatsache, dass Hochhuts Kritik aus dem Nichts zu kommen schien. Anfang der 60er Jahre war Rolf Hochhut ein einfacher Lektor im Bertelsmann Verlag und Betreuer dessen bekannten Leserings. Ihm fehlte Abitur und Universitätsabschluss. Außerdem gehörte er zu keinem der damals bekannten linksintellektuellen Kreisen in Deutschland. Diese Gegebenheit prägte die Kontroversen über ihn nicht nur in den 60er Jahren, sondern auch bis heute. Wie hätte ein solch unbekannter und Nichtwissenschaftler überhaupt denn auf die Idee kommen können, das Schweigen des Papstes zum Genozid an den Juden dramatisch zu inszenieren, den Papst selbst in Szene zu setzen und seine Haltung mit Quellen pseudowissenschaftlich zu belegen? Vor diesem Hintergrund kursieren noch heute, insbesondere in rechtskatholischen Kreisen in den USA, Gerüchte, dass der KGB hinter der Entstehung und dem Erfolg des Stellvertreters habe stehen müssen. Also laut dieser Verschwörungstheorien hätten als Priester getarnte Geheimagenten in den frühen 60er Jahren das Vatikan und vor allem das sogenannte Geheimarchiv des Vatikans unterwandert, um eine Desinformationskampagne über den antikommunistisch eingestellten Papst in Gang zu setzen und damit sein hohes moralisches Ansehen zu zerstören. Also hier sieht man eigentlich die Autoren und die Erfinder dieser Verschwörungstheorien. Ion Pacepa, ehemaliger rumänischer Geheimagent, Ron Richlack, Juraprofessor im Bundesstaat Missouri. Die haben schon etliche Artikel und auch Bücher dazu veröffentlicht. Also links sieht man eigentlich das bestbekannte Buch, also von den beiden. Hochhut sei der Empfänger von aus dem Vatikan herausgeschmuggelten Geheimdokumenten gewesen, die er benutzt hat, um seine These des päpstlichen Schweigens dokumentarisch zu stützen. Diese Dokumente hätten als Basis dienen sollen für die sogenannten historischen Streiflichter. Das war Hochhuts Bezeichnung für seinen unkonventionellen 70-seitigen dokumentarischen Anhang zur gedruckten Buchausgabe des Stellvertreters. Sein Ziel oder dessen Ziel war es zu beweisen, dass jetzt, Zitat, der Verfasser des Dramas sich die freie Entfaltung der Fantasie nur so weit erlaubt hat, als es nötig war, um das vorliegende historische Rohmaterial überhaupt zu einem Bühnenstück gestalten zu können. Zitat Ende. Es ist allerdings für Verschwörungstheorien bezeichnend, dass sich ihre Einzelheiten häufig widersprechen. So deuten diese Verschwörungstheoretiker auch irrtümlicherweise an, dass es nicht Hochhut, sondern der Altkommunist Erwin Piscator gewesen sei, der für die endgültige Abgabe des Manuskriptes an den Verlag sorgte.
Piscator habe auch für eine Überarbeitung des Textes samt des dokumentarischen Anhangs gesorgt. Dadurch wurde Piscator auch unterstellt, als KGB-Agent fungiert zu haben. Meines Erachtens entbehren diese Behauptungen jeder Grundlage. Ihre Chronologie stimmt nicht. Die Verschwörungstheoretiker gehen davon aus, dass Dokumente hinsichtlich des feigen päpstlichen Schweigens erst im Sommer 62 vom Vatikan nach Deutschland geschleust worden seien. Hochhuts Text war jedoch bereits Anfang 61 fertig und abgeliefert worden. Außerdem verließ sich Hochhut nicht auf unveröffentlichte Dokumente, sondern ausschließlich auf bereits in den 50er Jahren gedruckte Quellen wie Memoiren, Biografien, Tagebücher und Gerichtsprotokolle. Ich konnte eigentlich genau rekonstruieren, wo Hochhut alle seine Dokumente her hatten. Und die waren keineswegs originelle Dokumente. Die Feststellung, dass Piscator als KGB-Agent dem Stellvertreter zu seinem Erfolg verholfen hatte, ist eigentlich genauso irreführend, auch wenn sie dennoch auf zwei nachweisbaren Tatsachen beruht. Piscator war in der Tat antiklerikal gesinnt, was sich von einem Blick in seine Tagebücher, die sind in Berlin, bestätigen lässt, wo er mehrmals gegen Pfaffen gewettert hat. Es stimmt auch, dass Piscator an der Produktion des Stellvertreters mitgewirkt hat. Er musste das Original um mehr als die Hälfte kürzen, weil Hochhuts Theaterstück mehr als 7 Stunden gedauert hätte. Piscators Kürzungen betrafen jedoch lediglich die Produktion auf der Bühne, nicht die gedruckte Buchausgabe, wie die Verschwörungstheoretiker unterstellen. Piscators Kürzungen stießen darüber hinaus sogar auf Hochhuts vehemente Opposition, sodass Hochhut kurz vor der Premiere kochend vor Wut Piscators Sekretärin das Telefon aus der Hand riss und es auf dem Boden zerschmetterte. Kurzum, es gibt keine nachweisbaren Belege für Beteuerungen, dass Hochhut, Piscator und eigentlich der ganze Rowohlt Verlag Strohmänner für eine KGB-Operation waren. Nichtsdestotrotz drängt sich uns die Frage auf, wie ein junger, ehrgeiziger, protestantisch erzogener Schriftsteller auf die Idee kam, das Oberhaupt der katholischen Kirche durch ein Theaterstück an den Pranger zu stellen. Fast ununterbrochene Kontinuitätslinien von prägenden Erfahrungen in Kindheit und Jugend führten zu Hochhuts kritischer Abrechnung mit der katholischen Kirche. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die geografische Isolation seiner Eschweger Heimat, einer osthessischen Provinzstadt im Wehretal und auch ein spürbares Gefühl der Bedeutungslosigkeit, welches den verschlafenen Ort an der damals Zonengrenze durchzog. Und genau dieses greifbare Gefühl des Abstiegs hinterließ bei Hochhut unverkennbare Spuren. Der Sohn einer gutbürgerlichen Familie entwickelte eine tiefe Verachtung für den ersten Bundeskanzler der Jungen Republik, Konrad Adenauer, den er dafür verantwortlich machte, dass die deutsche Nation buchstäblich unter seinen Füßen auseinandergerissen worden war. Jahre später bezeichnete er den römisch-katholischen Kanzler als, Zitat, unbelehrbaren Separatisten und, Zitat, Rheinbund-Fanatiker. Und er machte sowohl Adenauer als auch den Generalsekretär der SED, Walter Ulbricht, für die Teilung Deutschlands verantwortlich und bezeichnete beide als Ideologen und Hochverräter. In Hochhuts Skizzenbuch, Hochhuth einzig nach jahrelangem privaten Kunstunterricht durch einen lokalen Künstler, einen begabten Zeichner, befanden sich Porträts von Pius dem XII. Und Konrad Adenauer direkt nebeneinander. Beide katholische Prominente waren für Hochhuth Symbole des glühenden Antikommunismus, der Deutschland in seinen Augen entzweit hatte. Hochhuth
brachte indes seine Bewunderung für Bismarck, den großen Architekten der deutschen Einigung, wiederholt zum Ausdruck. Es überrascht auch nicht, dass Hochhuth unverkennbare Elemente der sozialistischen und liberalen Ideologien übernahm. Er konnte mit seinem sogenannten sozialistischen Herz gleichzeitig kapitalistische Exzesse angreifen. Nachher suchte er in der Steueroase der Schweiz Zuflucht, nachdem der Stellvertreter zum Kassenschlager wurde und den ersten Platz auf der Spiegel-Bestsellerliste einnahm. Er wollte eigentlich ursprünglich nach Uri. Die hatten eigentlich die beste Steuer, das beste Steuersystem, also in der ganzen Schweiz. Ihm ist eigentlich eine Aufenthaltsgenehmigung verweigert worden. Also die Kantoneinwohner mussten dann zustimmen. Und genau das haben sie ihm verweigert. Und deswegen hat er sich dann für Basel entschieden, wo er fast 20 Jahre also verbrachte. Hochhuths Generationenzugehörigkeit spielte bei seiner Aufarbeitung der Vergangenheit eine genauso wichtige Rolle. Er identifiziert sich als Vertreter der sogenannten Generation von 1945, die durch ihre unterschiedlichen Kriegserfahrungen den traumatischen Bruch von 1945 als Zäsur erlebt hat. Seitdem er als 14-Jähriger den Zusammenbruch der nationalsozialistischen Diktatur und die Befreiung Eschweges durch die US-amerikanische Armee miterlebt hat, war Hochhuth fest entschlossen gewesen, die Geschichte des Dritten Reiches durchzuarbeiten und aufzuarbeiten. Hochhuth behauptete sogar einmal, dass Hitler sein, Zitat, geistiger Vater gewesen sei. Wie auch andere Mitglieder der sogenannten Generation von 1945 verfolgte er die Lektüre historischer Monographien und Dokumentensammlungen mit großem Eifer. Im Zuge dessen stieß er auf Dokumente, welche die Untätigkeit hochrangiger katholischer Kirchenführer herausgriffen. So war der unmittelbare Auslöser für Hochhuths Interesse an der Rolle hoher Geistlicher ein verstörender Zeitzeugenbericht vom SS-Mann Kurt Gerstein über die Massenvergassungen in Auschwitz. Gerstein beschreibt darin, wie er ohne Ankündigung den apostolischen Nuntius in Berlin, Cesare Orsenigo, aufsuchte und diesen über die andauernde Vernichtung in Kenntnis setzte. Auf die Frage hin, ob er Soldat sei, wurde Gerstein anscheinend von einem untergeordneten Priester den Eintritt verweigert und der Nunziatur verwiesen. Teile Gersteins Berichts wurden fast wörtlich in den Text des Stellvertreters übernommen. In einer Quellenedition von Leon Poliakow und Josef Wolf, die zur ersten Generation der Holocaust-Forscher gehörten, entdeckte Hochhuth sieben Dokumente in Bezug auf die Rolle Pius und Ernst von Weizsägers, des deutschen Botschaften beim Heiligen Stuhl, während der Massenverhaftungen von Juden in Rom. Unter diesen Dokumenten befand sich ein Telegramm-Schriftwechsel zwischen Berlin und Rom, der die Gefahr eines päpstlichen Protests im Namen der Juden auswertete. Das letzte der sieben Schreiben, in dem Weizsäger seinen Vorgesetzten in Berlin am 28. Oktober 1943 berichtet, dass der Papst nicht öffentlich protestieren werde, wurde zu den Schlussworten vom Stellvertreter. Für Hochhuth war das sein bedeutendster Fund. Er hatte zumindest oberflächlich betrachtet absolut sichere Beweise für die Tatenlosigkeit und Mitschuld des Papstes an den Verbrechen der Nationalsozialisten gefunden. Die Reaktionen auf den Tod des Papstes im Oktober 1958 brachten das Fass für Hochhuth dann endgültig zum Überlaufen. Zahllose Zeitungen und Zeitschriften zollten Pius höchste Anerkennung und verewigt ihn als den Papst des Friedens. Hochhuth scheint daraufhin vor Entrüstung sein schriftstellerisches Unternehmen in Angriff genommen zu haben.
Seit 1955 war Hohut Verlagslektor im schnell wachsenden Bertelsmann Verlag, der für seinen Lesering bekannt war. Die von Hohut bearbeitete Wilhelm Busch-Ausgabe verkaufte sich derart gut, dass sein Chef Reinhard Mohn ihm am 29. Juni einen dreimonatigen Urlaub gewährte, um sich ganz seinen literarischen Ambitionen zu widmen. Er machte sich im September 1959 auf den Weg nach Rom. Er wollte herausfinden, ob Pierce sich tatsächlich geweigert hatte, öffentlich demonstrativ Stellung zu beziehen. Aufgrund rudimentärer Italienischkenntnisse konnte er lediglich mit deutschsprachigen Mitarbeitern des Papstes sprechen. Durch einen deutschen Stipendiaten der Görs-Gesellschaft knüpfte Hohut zu zwei problematischen Informanten, Prälaten Bruno Wüstenberg und Bischof Alois Hudal. Der Letztere hatte sich heute einen sehr zweifelhaften Ruf erworben, vor allem wegen seiner unermüdlichen Anstrengungen, das Christentum mit dem Nationalsozialismus in Einklang zu bringen. Und er war dann auch dafür bekannt, oder ist jetzt dafür bekannt, dass er eine tragende organisatorische Leitung bei den sogenannten Rattenlinien so übernommen hatte. Von beiden erhielt Hohut die Bestätigung, die er gesucht hat. Pius hatte nicht öffentlich seine Stimme zum Protest erhoben. Beide erhärteten seinen Verdacht. Hohut fing schon während seines Aufenthalts in Rom an, den Text zu schreiben, den er allerdings erst im Februar 1961 fertiggestellt hat. Am 23. März 1961 bot er den Entwurf sowie 60 Seiten Begleitdokumentation, also der Vorläufer der sogenannten historischen Streiflichter, dem Verlag Rütten und Löning an, der damals zum Bertelsmann-Konzern gehörte. Sie schlossen einen Vertrag ab. Im Januar 1962 brach Reinhard Mohn jedoch den Vertrag, als das Buch bereits gedruckt wurde. Er rechtfertigte diesen sehr ungewöhnlichen Schritt mit dem Verweis, dass 47% des Leserkreises aus guten Katholiken bestünde und der Lesering nicht durch eine solche Publikation gefährdet werden sollte. Völlig niedergeschlagen fand der junge Lektor doch noch Glück im Unglück. Karl Ludwig Leonhardt, der im Bertelsmann Lesering Geschäftsleitungsmitglied war, sandte das Manuskript an den Leiter des Rowohlt Verlags. Leonhardt, ein enger Freund von Hohut, war, wie Hohut davon überzeugt, dass die jüngere Zeitgeschichte aufgearbeitet werden musste. Nach Hochhuts Worten hatte Leonhardt, Zitat, mich dem Rowohlt Verlag aufgezwungen. Zitat Ende. Für den Erfolg seines christlichen Trauerspiels war die Übernahme von Ledig Rowohlt ausschlaggebend, auch wenn man in seinem Verlag zunächst wegen der breiten Anlage und des technischen Aufwandes, Zitat, keine Bühnenmöglichkeiten sah. Ledig Rowohlt gab das Werk an Erwin Piscator weiter, der seit seiner Rückkehr 1951 aus den USA mit ihm an mehreren Theaterproduktionen zusammengearbeitet hatte und kurz davor war, die Leitung der Freien Volksbühne in West-Berlin zu übernehmen. Piscator stimmte zu, beide wohlwissend, dass Hohuts christliche Trauerspiel nach den Worten Ledig Rowohlts schon Februar 1962, jetzt Zitat, politisch betrachtet ungeheuren Explosivstoff enthält und ohne Zweifel auch heftig angegriffen werden wird, ja vielleicht sogar einen Skandal hervorrufen würde. Gerade deswegen verfolgte der Rowohlt Verlag schon lange vor der Uraufführung eine im Nachhinein schlaue Marketingstrategie, die Hohuts Werk Geheimnis umwittert erscheinen ließ. Er verpflichtete seine Mitarbeiter zum Schweigen
um das Durchsickern von Informationen über das neue Schauspiel und zugleich katholische Angriffe zu verhindern, obwohl der junge Dramatiker zu diesem Zeitpunkt noch völlig unbekannt war. Solchen Anweisungen zufolge sollte die Buchausgabe ursprünglich erst am Tag der Premiere auf den Markt gebracht werden. Trotz dieser Schritte gelangte der Katholikenausschuss des Bistums Berlin frühzeitig in den Besitz des Textes. Unter den 25 Mitgliedern des Katholikenausschusses befand sich Ernst Alfred Jauch, das ist der Vater von Günther Jauch. Da war auch der Sohn des ermordeten Leiters der katholischen Aktion, das war so Erich Klausener Junior, und vor allem Walter Adolf, Generalvikar im Bistum Berlin und ehemaliger Journalist und ehemaliger Leiter der Berliner Bistumspresse und auch Leiter des Petrusblattes, und das ist die Diözesenzeitung da in Berlin. Die Aktivitäten dieser katholischen Publizisten und Journalisten trugen wesentlich dazu bei, den Stellvertreter schon vor der Premiere zum Medienereignis zu machen. In den Wochen vor der Premiere erhielt der Stellvertreter die beste Publicity. Alles Mögliche und Unmögliche an heißen Gerüchten und hemmungslosen Anfeindungen. Auf ein Interview Dieter Borsches, der war also der spielte die Rolle von Pius im Stellvertreter, hieß es in einem ersten KNA-Bericht vom 25. Januar 1963 irrtümlicherweise, Hochhuth hab für sein Erstlingswerk, Zitat, in den vatikanischen Archiven Dokumente studiert, was natürlich nicht stimmte. Als nächste eröffnete Klausener das Feuer auf den Seiten des Petrusblatts. Da die KNA und das Petrusblatt ihre Berichterstattung für gewöhnlich koordinierten, stellte Klausener einen massiven Angriff am 30. Januar der KNA zur Verfügung, die ihn weiterum an ihren Kundenkreis weitergab. Nachdem nun hunderte regionale und Lokalzeitungen in den Besitz des Berichts gekommen waren, verfasste die Deutsche Presseagentur, also die DPA, einen eigenen Bericht über die im Petrusblatt veröffentlichte Breitseite und leitete ihn ihrerseits an hunderte von Kunden weiter. Eine typische Überschrift in folgendes lautete etwa wie Petrusblatt greift die freie Volksbühne an. Hochhuth sah sich zu einer öffentlichen Verteidigung genötigt. Er setzte eine schriftliche Stellungnahme auf und gab sie der DPA, die sie wiederum zusammenfasste und weiterleitete. Die darauf folgenden Überschriften vom 3. Februar griffen den sich zusammennehmenden Konflikt zwischen Hochhuth und dem Petrusblatt heraus. Kontroverse mit dem Petrusblatt wurde lautstark verkündet. Weniger als zwei Wochen später holte die KNA zu einer weiteren Angriffsrunde aus. Jauch verfasste über eine Woche vor der Premiere eine vernichtende Kritik des noch nicht erschienenen Werkes. Die Überschrift »Nimm ein Brechmittel, du, der du dies liesest« war eine Anspielung auf Søren Kierkegaard. Die KNA meldete, Hochhuth versuche, die Schuld am Massenmord vor 6 Millionen Juden dem Papst zuzuschieben. Die KNA druckte zudem einen kritischen Artikel von Walter Kamper, Weihbischof des Bistums Limburg, in dem er zum Ausdruck bringt, dass die Katholiken sich verpflichtet fühlen, Zitat, für die beleidigte Ehre eines Mannes einzutreten, dessen Andenken uns heilig ist. Erzürnt darüber, dass das Manuskript an die Presse gelangt war und aggressiven Kritikern sich so viele Möglichkeiten zur Berichterstattung boten, drohte Piscator allen Schauspielern, Bühnentechniker und Theatermitarbeitern mit einer Strafzahlung in Höhe von 10.000 D-Mark, sollte Skripte, Druckfahnen oder Vorausexemplare an Dritte weitergegeben werden. Selbst wenn sie die
KNA oder DPA-Artikel nicht abdruckten, waren die Chefredakteure der lokalen und regionalen Presse aufmerksam geworden. Die Tatsache, dass Bischöfe, Kirchenzeitungen und die KNA so heftig und so früh protestierten, mussten bedeuten, dass das Stück eine schreckliche Wahrheit ans Licht bringen würde, welche die Kirche geheim halten wollte. Es erscheint daher nicht überraschend, dass Tageszeitungen der gesamten Bundesrepublik begannen, über die bevorstehende Sensation zu berichten. Ein DPA-Artikel vom 20. Februar, der an 100 lokale und regionale Zeitungen weitergeleitet wurde, sprach von dem, Zitat, mit Spannung erwarteten Schauspiel. Nachdem der Appetit der Presse angeregt worden war, schickten die wichtigsten überregionalen Zeitungen wie die FAZ sowie eine erstaunlich große Anzahl lokaler und regionaler Zeitungen ihre eigenen Journalisten und Kritiker nach West-Berlin, um über die Premiere zu berichten. Da sie auf diese Weise die Nachrichtenagenturen umgingen, wurde der Einfluss der KNA durch ihre eigenen Darstellungen erheblich eingegrenzt. Die KNA konnte, wie es im Amerikanischen heißt, dem Ereignis nicht ihren eigenen Spin geben. Durch diese Zeitungen war dem Stück eine ausführliche und gut platzierte Berichterstattung gewährleistet. Die Premiere war eigentlich ein voller Erfolg. Die Presse berichtete von einem Skandal, könne keine Rede sein. Das Sicherheitspersonal musste nicht eingreifen. Nachdem der Vorhang gefallen war, trat Stille ein. Gefolgt von 5 Minuten stürmischem und anhaltendem Applaus, die die punktuellen Pfiffe und Buhrufe übertönte. Der junge Autor und der erfahrene Regisseur betraten die Bühne, um sich zu verbeugen. Letzterem gebührte endlich der Triumph, der ihm während der turbulenten Jahre der Weimarer Republik versagt geblieben war. Das Publikum verließ das Theater unter Schweigen. Der Katholikenausschuss München zog den Schluss, dass die, Zitat, Gefühlsproteste von Seiten des bischöflichen Ordinariats in Berlin, Zitat Ende, letztlich den Weg für Hochhuts Erfolg geebnet hatten. Indem es einen einflussreichen Teil der deutschen Bevölkerung in Harnisch gebracht hat, hatte es das Stück in eine, jetzt Zitat, Zirkusnummer gewandelt. Es hatte den Anschein, dass der Konflikt nach diesem Auftakt seinen Höhepunkt erreicht hatte und mit der Zeit eine Intensität verlieren würde. Indes der Konflikt über den Stellvertreter flammte in den kommenden Tagen, Monaten, sogar Jahren immer wieder auf. Nach Berlin zog der Stellvertreter von Bühne zu Bühne, darunter Stationen in London, Basel, Jerusalem, Paris, New York, Detroit. Und der Skandal breitete sich unweigerlich aus. Wie vor der Premiere spielten die Verteidiger Pius ihren Gegnern und deren Kritik übermäßig in die Hände. Nur 2 Wochen nach der Uraufführung betraten Politiker, Kirchenmänner, Theologen, Intellektuelle und Akademiker im fliegenden Wechsel die öffentliche Arena, um Kritik zu üben, das Stück zu verurteilen und in Zweifel zu ziehen. Leute wie Adolf, ich komme jetzt zu meiner ersten These, reagierten unverhältnismäßig auf das Werk eines literarischen Neulings, anstatt ihm mit Schweigen zu begegnen. Und ich habe mich häufig gefragt, so, weshalb haben sie es gemacht? Für Adolf herrschte die Strategie, die beste Verteidigung ist der Angriff. Der Angriff ist die beste Verteidigung. Und das war auch eine tief verwurzelte Gewohnheit, eigentlich schon aus der Weimarer Republik. Und für Adolf hat die Kirche im Dritten Reich publizistisch gesehen versagt. Und Adolf war auch in Berlin und er stand dem Feind im Osten gegenüber. Und er wollte nicht, dass die Einwohner, jetzt Zitat, Mitteldeutschlands, die Propaganda ihres Regimes
nicht durch Stimmen aus dem Westen hören sollten. Bei ihrer Entscheidung für diese Angriffsstrategie erkannten Adolf und andere jedoch nicht, dass sowohl die Medienkultur als auch die öffentliche Sphäre, denen sie sich gegenüber sahen, dabei waren, sich drastisch zu verändern. Die katholische Presse hat sich von der Verfolgung während der NS-Zeit nie richtig erholt. Die Auflagen der wenigen katholischen Tageszeitungen, egal ob auf lokaler, regionaler oder bundesweiter Ebene, blieb weit hinter denjenigen der säkularen Wettbewerber zurück. Die wöchentlichen Bistumsblätter erreichten 62 zwar ihre bislang höchsten Auflagen, doch sie konnten mit diesem Erscheinungsrhythmus den Verlauf der 24- und 48-stündigen Nachrichtenzyklen nicht nachhaltig beeinflussen. Ihnen mangelt es zudem an modernen Layouts. Die Kirchepresse hatte, Zitat, einen ungewöhnlichen, konservativen Leserkreis erhalten. Dies hatte dann zur Folge, dass der Ausgang der Public Relations Kämpfe über den Stellvertreter entscheidend von der Berichterstattung in der nicht religiösen Mainstream Press abhing. Bis zur zweiten Hälfte der 50er Jahre hatte eine neue Generation, hauptsächlich Männer Mitte 20, Anfang 30, Chefredakteurposten übernommen. Diese Vertreter der Generation von 45 waren mit größerer Wahrscheinlichkeit säkular geprägt. Bis zum Beginn der 70er Jahre waren erstaunlich 40% formal kirchenfern. Viele hatten zudem im Rahmen der alliierten Re-Education-Politik in Austauschprogrammen mehrere Monate im Ausland verbracht, in den USA oder in Großbritannien. Und im Fernsehen, Radio und Zeitungen waren ihnen dort kritische Formats, die in Deutschland damals weitgehend unbekannt waren, die waren denen begegnet. Also knallharte Roundtable-Gespräche, offene Panel-Diskussionen, investigative Berichterstattung. Und die jungen Journalisten brachten bei ihrer Rückkehr nach Deutschland komplexere Ansätze in der Berichterstattung mit nach Hause. Sie erweiterte das Spektrum um neue Genres wie Boulevardjournalismus, investigative Berichterstattung und eingehende Kommentare. Daneben verbesserten sie Layouts, Schriftarten und Fotomontagen. Entscheidend war vor allem, dass sie sich von in den 50er Jahren dominanten Modell des Konsensjournalismus verabschiedeten. Anstatt mit führenden Politikern anzubandeln, versuchten sie, Skandale aufzudecken und Debatten zu entfachen. All diese Aspekte trugen zu einer Erklärung dafür bei, warum die katholischen Publizisten in den Public Relations Kämpfen unterlagen. Mit wachsendem Argwohn gegenüber dem Einfluss der Kirche auf die Politik waren die Journalisten, Rundfunksprecher und Fernsehpersönlichkeiten nicht mehr bereit, sich mit den Verteidigern Pius innerhalb der CDU in der Kirche zu identifizieren. Sie standen vor allem den katholischen Verteidigungsmaßnahmen sehr kritisch gegenüber und sie machten die Reaktion der Katholiken zum Inhalt ihrer Berichte. Auf den Straßen weltweit kam es zu Demonstrationen, Märschen, Kundgebungen, Unterbrechungen der Aufführungen und Ausschreitungen. Einige Beispiele werden jetzt reichen. Am 24. September 1963 demonstrierten annähernd 6000 Katholiken vor dem Theater in Basel und hielten Schilder mit aufrührerischen Aufschriften in die Höhe. Am darauffolgenden Abend musste die Aufführung unterbrochen werden, weil die Demonstranten Stinkbomben zertreten hatten und Protestgeschrei von sich gaben. Eine Gruppe in Italien drohte mit Bombenanschlägen auf das Theater, die Synagoge und die Freimaurerloge, da alle drei Akteure als Teil einer perfiden Verschwörung hinter der Produktion gestanden hätten. In Paris
wurde die Aufführung Mitte Dezember 1963 nicht nur mit Hilfe von Stinkbomben durch die Demonstranten unterbrochen, sondern auch durch den Einsatz von Niespulver. Eine Gruppe von annähernd 30 Demonstranten in Fallschirmjägeruniformen sorgte zu Beginn des Aktes, in dem Pius auftritt, für eine so laute Geräuschkulisse aus Buhrufen und Pfiffen, dass der Vorhang wieder zugezogen werden musste. Die militanten Demonstranten stürmten dann die Bühne, beteiligten sich an Handgreiflichkeiten mit den Schauspielern und warfen den Pius-Darsteller zu Boden, bevor die Polizei ihnen Handschellen anlegen und sie abführen konnten. Gerüchten zufolge gehörten die Verantwortlichen dem fanatischen Komitee Pro Pio an, welches in Basel erstmals in Erscheinung getreten war. Einer der Anführer hatte angeblich der algerien-französischen Terrororganisation, also die OAS, Organisation L'Armée Secrète, angehört. In der Stadt New York blockierten fast 150 Demonstranten den Bürgersteig vor dem Theater und buhten die Theaterbesucher aus. Die meisten waren Mitglieder des Ad Hoc Committees to Protest the Deputy. Allerdings waren unter ihnen auch 15 Mitglieder der American Nazi Party, die Hakenkreuz zur Schau trugen und Schilder mit Aufschriften wie "This is a hate play and Jews mock Pius XII" in die Höhe hielten. Eine Inszenierung in Rom wurde im Februar 1965 verboten, woraufhin das dortige Theater eine heimliche Aufführung organisierte. Die Polizei unterbrach und beendete die Aufführung. Mehrere Tage später nahm der Bruder eines des Hauptdarstellers Rache, indem er zwei Bomben am Sankt-Anna-Tor legte, in Paul VI. Aus dem Schlaf riss. Diese Anschläge bedeuteten Ärger für die fragile Regierungskoalition unter Aldo Moro. Also die Liste der Stürme lässt sich noch um etliche Einträge erweitern. Ohrfeigen im Foyer und Schlägereien auf den Rängen in Wien, Handgreiflichkeit in Ausschreitungen in Basel, Ausschreitungen in Olten und, und. Die Laien sorgten dann für tolle Bilder, verfesselnde Bilder im Fernsehen. Die sorgten für spannende Radiosendungen und aufmerksamkeitserregende Schlagzeilen. Und natürlich ausverkaufte Aufführungen. Sie hatten auch eine klare Botschaft. Viele der Demonstranten forderten mehr, jetzt Zitat, Toleranz für die Sensibilität der Katholiken, was in diesem Fall das Recht bedeutete, ihre Entrüstung über Hochhuts Blasphemie öffentlich äußern zu dürfen. Während des Tumults in seinem Erzbistum anlässlich der Premiere des Stellvertreters äußerte sich Kardinal Veltin von Paris öffentlich wie folgt aus: Wer könnte nicht verstehen, dass ein Katholik sich gekränkt fühlt durch das Unrecht, welches dem Andenken an seinen heiligen Vater angetan wurde? Doch es war extrem schwierig, die Glaubhaftigkeit dieser Botschaft aufrechtzuerhalten, während einige ihrer Überbringer gewalttätige junge Männer waren, die Theater stürmten. So waren ihre Richtigstellungen der päpstlichen Vergangenheit mit einem Eindruck der Intoleranz verbunden. Was hat man in der Presse damit gemacht? Sie stellten die Vorgänge als Zweikampf von David und Goliath dar, allerdings mit einer Rollenverteilung, die nicht den Vorstellungen der religiösen Presse entsprachen. Für Walter Adolf waren die Katholiken der in Bedrängnis geratene David. Goliath wurde durch von Protestanten dominierte liberale und sozialistische Presse im Westen und vor allem durch den kommunistischen Koloss im östlichen Teil seines Bistums verkörpert.
als Erben einer annähernd 100-jährigen Belagerungsmentalität sprachen viele katholische Berichterstatter und Kommentatoren von der Hochhut-Affäre als der Fortsetzung des Kulturkampfes der 1870er Jahre. Doch in der neuen Darstellung in der säkularen Presse waren die Rollen genau umgekehrt. Der junge Hochhut war David, seine Feinde militant demonstrierende Philister. Giganten des katholisch-politischen und geistlichen Establishments. Es war ein damals nicht wahrgenommener Zufall, dass diese Leserart die Handlung des Stückes reflektierte. Hochhuts Protagonist, ein junger Jesuit, widersetzte sich dem Papst in einem Akt höchsten Nonkonformismus. Die Narrativen, die diese Journalisten der Situation überstülpten, ergaben in Anbetracht der Premiere absolut Sinn. Im November 1962 hat der Bundesverteidigungsminister und CSU-Vorsitzender Franz Josef Strauß die Verhaftung mehrerer Journalisten wegen angeblichen Landesverrats durch Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen angeordnet, darunter Rudolf Augstein. Die Kontroverse um Hochhut war der erste große Medienskandal nach der sogenannten Spiegel-Affäre. Der jungen Garde radikalen linkspolitischen Netzwerke bot sich erstmal die Gelegenheit, sich in der Welt der Medien gegen ein aggressives katholisches Establishment in der Politik zu wehren. Einige nahmen Hochhut als einen der ihren an, ein Paradebeispiel für den Generation wechseln. Die Berliner Zeitung Der Abend pries Hochhuts jugendhaften Mut und ließ verlauten, Zitat, die Jugend hat das Recht, radikal und unbequem zu sein, keine halben Antworten, sondern die ganze Wahrheit zu suchen, auch wenn sie bitter klingt. Hochhuts junges Alter ermöglichte es ihm auch, aus dem wachsenden Trend des Entertainment-Journalismus Kapital zu schlagen. Hier steht er jetzt in Life Magazine und hier auf der rechten Seite hat man einen zuckersüßen Artikel mit der Überschrift Schokolade für den Dichter. Jetzt Zitat, wenn er sich in ihrer Kneipe an der Ecke zu ihnen an den Tisch setzte, sie würden gleich zu ihm Vertrauen fassen. Er war auch auf der Titelseite des Spiegels. Doch der investigative Journalismus war nicht das einzige kritische Format, das Adolf Schwierigkeiten bereitete. Die Presse wurde von den öffentlichen Diskussionsrunden angezogen, die in zahlreichen Städten wie München, Berlin sprossen. Sie fanden eine ganze Reihe bereitwilliger Förderer, darunter Universitäten, katholischen Studentenverbindungen und selbst hier Katholische Akademie in Bayern. Sie waren in einem relativ neuen journalistischen Stil aufgezogen, mit einem Pro- und Contra-Format. Und die hatten... Die setzen sich oder sollten sich mit moralischen Fragen auseinandersetzen. Wäre es Pius' Pflicht gewesen, sich für die europäischen Juden zu äußern und zu opfern? Warum hatte Pius geschwiegen? Und diese öffentlichen Foren waren volle Erfolge. Im April 1963 mussten Hunderte von Interessierten nach Hause geschickt werden, weil der für 600 Personen ausgerichtete Zuschauerraum bereits voll war. Erst wenige Wochen zuvor war es notwendig gewesen, dass Piscator fast gewaltsam zum Podium geschleust werden muss, da er lediglich über 600 Plätze verfügte. Der berühmte Radiosender Sender Freies Berlin verglich die Atmosphäre mit der Bundestagsdebatte über die Spiegel-Affäre. Frustriert von diesem Spektakel aus Gewissensprüfung und Schadenfreude, stellte die Kreise um Adolf herum Erwägungen über rechtliche Schritte gleichzeitig an.
Zur Bestürzung vieler Katholiken bewirkten solche Überlegungen jedoch das genaue Gegenteil von dem, was sie erreichen wollten. In Berlin zog man in Erwägung, eine Anzeige gegen Hochhut Piscator in Ledig-Rowohlt wegen Verunglimpfung des Andenkens des verstorbenen Bernhard Lichtenbergs zu erstatten. In Bonn beauftragte das katholische Büro einen Anwalt, Karl Panzer, zu prüfen, ob eine Klage der Schwester von Pius XII. Wegen Verunglimpfung Aussicht auf Erfolg versprach. Diese Bemühungen sollten streng geheim bleiben, aber Panzer protzte in einem Moment des Übermuts vor einem Publikum junger katholischer Journalisten, geradezu mit dem Vorgehen. Ein kritischer, linkskatholischer Journalist ließ die preisgegebenen Details an die Tagespresse durchsickern und entfachte einen weiteren Medienskandal, obwohl Panzer gerade zu einem Schluss gekommen war, dass von gerichtlichen Maßnahmen abzusehen war. Durch solche ungeschickten Taktiken katholischer Prominente wurde die Debatte über das Schweigen des Papstes vor dem Holocaust in eine gesellschaftliche Diskussion über die Öffentlichkeit verwandelt. Bevor ich diesen Vortrag abschließe, möchte ich ein kurzes Gegenbeispiel anbringen, was meine Hauptthese der misslungenen katholischen Angriffsstrategie auch bestätigt. Kurz bevor der Stellvertreter im Februar 1964 in München aufgeführt werden sollte, gelang es dem Münchner Weihbischof Johannes Neuhäusler, seine Operation Schweigen im Erzbistum München und Freising durchzuführen. Freilich war Neuhäusler kein Unbefangener. Im Dritten Reich hatte der Domkapitular einen Kurierdienst geleitet und darüber hochrangigen Kirchenvertretern im Ausland, einschließlich Eugenio Pacelli, aktuelle Berichte über den Kirchenkampf zukommen lassen. Er hatte auch den Preis dafür bezahlt. Er war zwischen 41 und 45 in Sachsenhausen und dann in Dachau inhaftiert. Nach seiner Befreiung im Mai 1945 bastelte er innerhalb kürzester Zeit eine zweibändige, fast 900-seitige Dokumentesammlung über die Verfolgung der katholischen Kirche im Dritten Reich zusammen. Allerdings ist das auch ein anderes Thema mit etwas verfälschten Belegen. Und der Neuhäusler erwies sich ebenfalls als entscheidender Gegner von Entnazifizierungsprozessen und Kriegsverbrecherprozessen. Und zu diesem Zweck setzte er sich für die Befreiung dutzender verurteilter deutscher Kriegsverbrecher ein. Und das ist auch ein Thema, das den Rahmen dieses Vortrags sprengt. Er erwarb sich dadurch, ein entschlossener Gegner und Kämpfer zu sein, der jedoch am liebsten im Hintergrund agierte. Diesem Ruf entsprechend entwickelte er eine Strategie, um zumindest im Erzbistum München und Freising den Stellvertreter wirksamer als alle anderen deutschen Diözese zu bekämpfen. Aus einer Analyse der Auseinandersetzungen vor und nach der Premiere zog er den Schluss, dass der Erfolg des Stellvertreters im großen Maße auf die Proteste seiner Gegner zurückzuführen sei. Zitat: Am Anfang war der Protest. Zitat Ende. Er bemerkte, dass die Reaktionen am ruhigsten und sachlichsten in Stockholm, in Helsinki und in London gewesen seien, also in Gebieten mit katholischen Minderheiten, welche auf Protestaktionen verzichtet hatten. Die lautstärksten Proteste, so seine Folgerung, hätten Hochhut direkt in die Hände gespielt. Zitat: Bloße Proteste sind aber schon deshalb unfruchtbar, weil sie ausschließlich eine Reaktion mit falschen oder ungenügenden Mitteln auf eine Aktion darstellen. Meines Wissens heißen wir aber und wollen wir auch immer noch sein, katholische Aktion und nicht katholische Reaktion. Als Schlussfolgerung bat Neuhäusler die katholischen Vereine, Verbände und kirchlichen Einrichtungen, nicht nur überhitzte Rhetorik zu unterlassen, sondern auch zu den öffentlichen Aufführungen des Stellvertreters in München komplett zu schweigen und dem Stellvertreter so den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der Erfolg dieser Strategie zeigte sich,
als die Aufführungen nach anfänglich gutem Besuch in den nächsten beiden Wochen vor halbleeren Häusern stattfanden. Dass der Deutsche Gewerkschaftsbund seinen Mitgliedern einen 50-prozentigen Preisnachlass anbot und die SPD am 8. März eine ganze Vorstellung aufkaufte, um eine Diskussion über die politische Rolle der Kirche der Bundesrepublik in Gang zu setzen, konnte ebenfalls die Nachfrage nicht erhöhen. Neuhäuser resümierte, Zitat, Münchens Katholiken jedenfalls dürfen sich rühmen, dass durch ihr beharrliches Schweigen und durch ihre Disziplin Hochhuts antikirchliches Trauerspiel zum ersten Mal in seiner rummelreichen Geschichte in Europa unter den Krokodilstränen der Beteiligten ohne Glanz und Gloria durchfiel. Zitat Ende. Ich komme nun zum Schluss. Es lag eine gewisse Ironie hinter Neuhäusler Strategie. Nach den bitteren Erfahrungen mit Protestaktionen, bei denen der Schuss nach hinten losging, entschlossen sich hochrangige Kirchenführer zum Thema des päpstlichen Schweigens, selbst zu schweigen. So standen die Verteidiger des Papstes vor einem Dilemma, das jedem Kommunikationsexperten bekannt ist. Wenn jemand ein Ziel für moralische Vorwürfe wird und sie überproportional stark zurückweist, passiert es häufig, dass man sich nur an den Vorwurf erinnert und viel weniger an die Verteidigung. Auf der anderen Seite, wenn man nicht auf die Vorwürfe reagiert und wenn man sich nicht verteidigt, passiert es auch häufig, dass man denkt, ja, die Vorwürfe sind eigentlich nicht von der Hand zu weisen. Infolgedessen nahmen die Auseinandersetzungen mit Kirchenkritikern, mit Kirchenkritikern andere Formen an. Verteidiger der Kirche entschieden sich für die Veröffentlichung von Dokumentensammlungen wie die Actes et Documents du Saint-Siège relative à la Seconde Guerre mondiale. Die Unzulänglichkeiten solcher Publikationen würden allerdings katholischen Apologeten erst viel später bewusst werden. Diese 11 Bände links oben der gerade genannten Dokumentensammlung enthielten einschlägige Dokumente in mehr als 4 Sprachen, was ihr Nutzen für Debatten in der Öffentlichkeit und insbesondere in den Massenmedien drastisch beeinträchtigte. Etwas pointierter gesagt, wie man historische Belege vermittelt, ist vielleicht genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, als die Befunde selber. Als Faustregel gilt, dass die sogenannten Popularizers, also die, die ein breites Publikum ansprechen können und deren Thesen in knackigen, in prägnanten Schlagzeilen zusammengefasst werden können, die sind fast immer gegenüber denen im Vorteil sind, die auf Nuancen bedacht sind. Jeder kann sich daran erinnern, Pius ist der Papst, der schwieg. Man erinnert sich daran und nicht an die Nuancen. Die brisanten Kontroversen über das päpstliche Schweigen zum Massenmord an den Juden und über das kirchliche Verhalten im Dritten Reich nahmen ihren explosiven Charakter auch in die Presse ein, weil sie, und bitte verzeihen Sie mir das Wortspiel, im Ende, die waren Stellvertreterkriege. Die waren Stellvertreterkriege, die bleiben Stellvertreterkriege. Aus einer Debatte über Pius XII. Entstanden neue Streitpunkte, die weit über die Frage hinausgingen, ob Hochhuts Darstellung des verstorbenen Papstes stimmte. Wie wir gesehen haben, drehten sich einige dieser Streitpunkte um die Grundrechte sowie Toleranz. Vor diesem Hintergrund lässt sich eine damit verbundene Frage beantworten. Nämlich, weshalb Teilnehmer an diesen Kontroversen, die gleichen Quellen herangezogen hatten, immer wieder zu unterschiedlichen Urteilen gekommen waren und sind. Meine Antwort lautet, die Mitstreiter
verstanden sich und verstehen sich immer noch heute häufig als Culture Warriors. Pius XII. Symbolisierte das, was sie in der Bundesrepublik und vor allem in der CDU, CSU oder in der Religion insgesamt entweder hochschätzten oder verachteten. Weil es Hochhut an seinen Gegnern letzten Endes um die Rolle der Kirche in der Politik der frühen Bundesrepublik ging, waren ihre Urteile über das päpstliche Verhalten und über seine Folgen fast im Voraus festgelegt, und meistens in schwarz-weiß gemalt. Meine Überlegungen von heute Abend stellen nur einen kleinen Teil meiner Forschung zur Aufarbeitung der katholischen Vergangenheit hinsichtlich des Dritten Reiches dar. Und ich bin nun gerne bereit, auf andere Aspekte meiner weitgehenden Recherchen, also einfach in der Diskussion einzugehen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Der Dank liegt ganz auf unserer Seite, lieber Herr Professor Raff. Das war ein fulminantes Referat, ausgesprochen informativ. Sie hätten ruhig noch ein bisschen weiterreden können. Ja, aber jetzt sind Sie eigentlich Sie an der Reihe, liebe Damen und Herren, Rückfragen an Herrn Professor Raff zu stellen oder vielleicht auch ihn zu fragen, was er sonst noch so alles forscht oder was Sie, wo Sie anderer Meinung sind. Sie haben jetzt das Wort. Bitte schön. Sie haben in Ihrem Vortrag erwähnt, dass Sie Rolf Hochhut persönlich getroffen haben. Sie haben sicher über Ihre Forschungen mit ihm gesprochen. Es ist ja ein Medienthema, eine Frage der Medienstrategie. Wie hat er denn auf Ihre Erkenntnisse reagiert? Ja, ich habe leider eine sehr schlichte Antwort auf Ihre Frage. Er starb, bevor er also mein englischsprachiges Buch in der Hand hatte. Also mein Buch ist 2017 bei Cambridge University Press erschienen. Es wird jetzt übersetzt und soll gleich auf Deutsch erscheinen. Aber der Hochhut war, er konnte kaum Fremdsprachen. Das habe ich bei ihm sofort merken können. Er konnte weder Italienisch noch Englisch. Und daher hätte er wahrscheinlich meine Forschungsergebnisse nicht so richtig verstehen können. So. Ja, so ist meine Antwort. Aber ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich nicht damit einverstanden gewesen wäre. Wenn ich habe es nicht vergessen, aber wenn ich da noch die Frage anschließen darf, was war er denn für ein Mensch? Als welchen haben Sie ihn denn kennengelernt? Ja, das ist meine Einschätzung, also seine Charakterzüge. Aber die Mitarbeiter, ich hatte dann auch mit seiner ersten Ehefrau lange gesprochen, fast 4 Stunden. Sie wohnt immer noch in Basel, die muss auch jetzt 90 Jahre alt jetzt sein. Der Hochhut war eine sehr widersprüchliche Persönlichkeit. Und ich habe ihn beim ersten Gespräch als sehr charmant erlebt. Sehr charmant und genial. Beim zweiten Gespräch hat er sich aufgebraust. Und der galt als ein echter Choleriker. Und ich habe wirklich beide Seiten seiner Persönlichkeiten erlebt. Und er galt als damals noch, 63, 64, als ein Mann voller Wut. Und man sprach das Thema Wut an. Und er wurde irgendwie zum Inbegriff von der Wut unter der jungen Generation. Und ich habe dann damals auch mit seinem engsten Schulfreund in Eschwege gesprochen, so mehrere Stunden. Und er sagte mir, wenn irgendetwas ihm nicht gefallen hat, dann hat er es laut gesagt. Das schon als Kind. Und so dieser Persönlichkeitszug hat sich dann fortgesetzt, richtig bis zu Ende. Wenn ich das richtig weiß, war doch eine der wirklich unsympathischen und problematischen Figuren im Rom damals der deutsche
Botschafter am Vatikan, der Ernst von Weizsäcker. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Pacelli, also der Pius XII., hat sich an den deutschen Botschafter gewandt, er möge doch bitte verhindern, dass 3000 römische Juden deportiert werden. Und er hat keine Antwort bekommen. Also dieser Weizsäcker, das ist eine sehr, sehr miese Figur nach meiner Ansicht. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich nie verstanden habe, wenn ich das richtig gelesen habe, war ja der Hochhuth, der hat ja dann, war ja befreundet mit diesem Holocaust-Leugner Irving. Wie kann man das verstehen? Haben Sie da eine Erklärung dafür? Ja, ich gehe erstmal auf Ihre zweite Frage ein. Das stimmt, er war mit David Irving befreundet. Und ich hatte mir dann den Schriftwechsel zwischen den beiden eingesehen. Und das war ein solcher Stapel. Also Korrespondenz. Gut, der Hoge war auch ein Vielschreiber. Was ausschlaggebend bei dieser Freundschaft war, ist, dass die Freundschaft setzte ein oder begann, als Hochhut dabei war, ein zweites Theaterstück zu schreiben. Und er hatte dann auch eine Verschwörungstheorie, und zwar, dass der Winston Churchill hinter dem Tod eines polnischen Widerstandskämpfers war, also hinter diesem Tod war. Er starb sein Flugzeug irgendwie so abgestürzt war. So entstand die Freundschaft mit Irving, als Hochhut dabei war, Recherchen für dieses Theaterstück durchzuführen. Ausschlaggebend für die Freundschaft war es, die hielt an, und das lange, nachdem es bekannt war, dass Irving ein Holocaust-Leugner war. Und Hochhut hat sich, wenn ich mich das richtig erinnere, hat sich von Irving erst distanziert, nachdem er in einem Fernsehinterview quasi gezwungen wurde und mit Irvings Äußerungen zum Holocaust konfrontiert wurde. Erst dann hat sich dann Hochhut von ihm distanziert. Meine Hypothese wäre, ist, dass der Hochhut ein vielleicht nicht so versteckter Nationalist war, trotz sozialistischer Einstellungen. Dass er Bismarck so hoch geschätzt hat, ist vielleicht auch dafür entscheidend, und das liefert dann auch den Beweis für meine Hypothese. Und damals wurde Hochhut auch unterstellt, dass er Pius zum Sündenbock gemacht hat, um die deutsche Nation für ihre Sünden damals jetzt den Juden gegenüber zu entschuldigen. Gut, lange Antwort. Aber vielleicht hängt es eigentlich mit dem Nationalismus von Hochhut zusammen. Und Weizsäcker, ja. Da bin ich also ein bisschen überfragt. Ich stimme Ihnen zu, der Weizsäcker ist eine umstrittene Figur, und er hat sich dann auch nachher verteidigen müssen und wollen. Das heißt, seine Aussagen sind so richtig mit Vorsicht zu genießen. So, mehr kann ich momentan nicht sagen, also über Weizsäcker. Ja, bitteschön. Ich hätte auch gern auf ein paar Aspekte hingewiesen. Und zwar einmal, glaube ich, muss man doch unterscheiden zwischen den offiziellen kirchlichen Reaktionen publizistisch, wie eben zum Beispiel der Kreis um Adolf in Kirchenzeitungen, in Büchern und so, und diesen militanten Protesten. Sie hatten ja erwähnt, dass teilweise auch in Amerika Neonazis dabei waren, die also mit Sicherheit keine katholischen Interessen dabei hatten. Insofern, glaube ich, darf man das nicht vermischen. Haben sich teilweise Leute für diese Sache eingesetzt, eigentlich aus anderen Gründen. Das ist der eine Aspekt. Dann, denke ich, muss man auch bei den kirchlichen Reaktionen die damalige Befindlichkeit der deutschen Katholiken sehr stark berücksichtigen, die einfach ungeheuer
dankbar waren für die enorme Wertschätzung, die Pius XII. Sein Leben lang seit seiner Zeit als Nuntius für Deutschland hatte, der ja auch nach Kriegsende Deutschland sehr unterstützt hat mit Hilfslieferungen, der sich für die Flüchtlinge, für die Heimatvertriebenen eingesetzt hat, mit dafür gesorgt hat, dass Deutschland die Rolle bekommen konnte, die es dann durch Gründung der Bundesrepublik und so wieder erhalten hat. Also diese unglaubliche Dankbarkeit, durch die man sich auch selbst getroffen und gekränkt gefühlt hat. Und dann noch zu Bischof Hudal und Monsignore Wüstenberg. Bei Bischof Hudal ist es ja so, der war ja an und für sich gar kein Mitarbeiter von Pius XII. Er war eben Rektor der Anima, aber hatte an sich auf Pius XII. Keinen Einfluss, was vielleicht auch mit ein Grund war, warum er sauer auf Pius XII. War. Man muss ja da auch bedenken, dass sowohl Hudal als auch Wüstenberg eine Rechnung mit Pius XII. Offen hatten. Hudal deshalb, weil Pius XII. Ihn, nachdem er erfahren hat, dass der eben für die Rattenlinie verantwortlich war, gezwungen hat, als Rektor der Anima zurückzutreten. Und Monsignore Wüstenberg, weil er sich, weil er immer Bischof werden wollte und nie befördert worden ist von Pius XII., immer nur Leiter der deutschen Sektion im Staatssekretariat geblieben ist und das Pius XII. Nie verziehen hat. Insofern muss man das bei beiden, glaube ich, auch berücksichtigen. Genau, vielen Dank. Gut, also ich habe so drei Kommentare jetzt. Und erstens, ich stimme Ihnen vollkommen zu, was Sie sagen, dass die Protestierenden nicht repräsentativ waren. Das stimmt. Das stimmt eigentlich total. Das war eine kleine Minderheit, die dann tatsächlich Gewalt angewandt hat. Das Problem für die Katholiken war folgendes. In der subjektiven Wahrnehmung durch die säkularen Presse galt die Reaktion dieser verhältnismäßig kleinen Gruppen von Protestierenden als repräsentativ für die Position und für die Taktik der Gesamtkirche. Da muss man eigentlich ganz sorgfältig unterscheiden zwischen subjektiver Wahrnehmung und Realität. Und ich glaube, das Problem bei der Amtskirche war, die hatten sich am Anfang nicht von den lautstärksten Protestierenden distanziert, so dass man in der säkularen Presse davon ausging, die teilten eigentlich auch diese Strategien, diese Taktiken. Ja, zur zweiten Frage, jetzt die Dankbarkeit. Ich habe, es gibt so richtig viele Ausdrücke der Dankbarkeit, die an Pius gerichtet worden waren und auch an andere, auch von jüdischen Überlebenden. Und im Sorge der Hochhut-Kontroverse oder ein paar Jahre danach hat sich dann Pinkas Lapide, der aus Israel, der hat sich dazu geäußert und hat dann die Zahl der von Pius geretteten Juden richtig hoch eingeschätzt, viel zu hoch eigentlich wahrscheinlich, auf 600.000 oder so. Und die eigentliche Zahl ist wahrscheinlich etwas niedriger, wenn man eigentlich die Situation der Juden in ganz Italien berücksichtigt. Also so kann seine Aussage eigentlich nicht völlig stimmen. Aber jetzt zu der Frage über Hudal und Wüstenberg. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und ich habe mich auch ganz ausdrücklich damit befasst. Ich hatte dann auch mit Zeitzeugen gesprochen, die damals noch in Rom waren und die dann Hudal und Wüstenberg kannten. Einer war, der Name liegt mir momentan auf der Zunge, der war Geschichtsprofessor eigentlich hier in Bayern, Ludwig Hammermeier. Und der sagte mir auch, sowohl Hudal als auch Wüstenberg, die waren frustriert. Und die hatten wirklich eine Fehde gegen Pius XII. Auszutragen. In Hochhuts Nachlass habe ich dann auch die protokollierten Gespräche mit den beiden eingesehen. Und das hat dann auch Hochhut gemeint, dass der vor allem Hudal Pius nicht sonderlich mochte. Und das war sicherlich ein Grund, weshalb sich beide erklärt hatten, ein Gespräch mit diesem damals unbekannten Schriftsteller durchzuführen.
Und es gibt natürlich auch einen sehr banalen Grund. Der Hochhut konnte sehr wenig Italienisch und er war dann einfach auf deutschsprachigen Raum voll angewiesen. Und deswegen also die Kontakte zu Hudal und Wüstenberg. Ich glaube, dass Wüstenberg dann nach Japan hinversetzt worden ist, also ein paar Jahre nachher. Ja, bitteschön. Ich gehöre zu der Generation, die damals diese Auseinandersetzung mit Hochhut voll miterlebt hat. Wir waren in dem Kino und dank dieser Darstellung von Dieter Borsche wurde natürlich das Stück enorm, für uns wie eine Offenbarung nach dem Krieg. Es fing ja damals die allgemeine Versuch der Aufarbeitung der Generation unserer Eltern an. Was damals, glaube ich, geholfen hätte, diese Auseinandersetzung so, dass sie nicht so eskaliert wären, hatte man erwartet, dass die Kirche etwas entgegenkommendere Gespräche führt. Es wurde sofort abgeblockt und das erzeugt natürlich immer bei den Andersdenkenden sofort eine Aggression, eine Abwehr und das zog sich immer mehr hin, das wurde immer mehr aufgebauscht. Und wir wollten eigentlich damals als Jugendliche nichts anderes als Gespräche führen und waren dann eigentlich enttäuscht. Darf ich fragen, warum Sie den Vortrag gerade jetzt uns gebracht haben, nachdem die Misstrauensdiskussionen und mit Kirche wieder so, spielt das irgendeine Rolle? Das lag teilweise auch an der Pandemie. Also seit März 2020 war es mir nicht möglich, wieder mal nach Deutschland zu kommen. Und deswegen hat sich alles so ein bisschen verzögert. Aber gut, ich finde Ihren Kommentar richtig interessant. Und das trifft wahrscheinlich nicht nur für Sie zu, sondern auch vor allem für eine Generation eher frustrierte, junge, Linkskatholiken. Das hat sich bereits in den 50er Jahren abgezeichnet, setzte sich dann in den 60er Jahren fort. Und die fühlten sich von der Amtskirche ausgeschlossen. Die fühlten sich marginalisiert. Und ich bin eigentlich auf mehrere Fälle gestoßen, als Leute versucht haben, sich in bestimmten katholischen Publikationen zu heiklen Themen zu äußern. Und das ist denen einfach verweigert worden. Und so hatten sich dann solche Frustrationsgefühle richtig aufgestaut, vor allem bei Linkskatholiken damals. Und das hatte dann auch sicherlich dazu beigetragen, weshalb denn diese Kontroversen so brisant und auch persönlich geworden sind. Weil viel Persönliches in viele, so bittere persönliche Erfahrungen auch dabei waren. Danke für Ihren Kommentar. Ich habe nur noch eine Frage an Sie. Sie haben kurz erwähnt, dass Hochhut dann wohl auch einen zweiten Anfang gemacht hat und ein zweites Epos geschrieben hat. Wie kann man ihn denn literaturhistorisch einordnen? Also meines Erachtens ist ja da, ich würde ihn nicht einmal als Schriftsteller bezeichnen und würde also sagen, dass in jeder Literaturgeschichte, ich weiß nicht, ob er in Literaturgeschichten auftaucht, aber ich fände es also fast fehl am Platz und zwar deswegen von literarischen Aspekt her gesehen. Der Hochhut hatte eigentlich schon viele Theaterstücke geschrieben und auch Gedichte geschrieben. Und er hatte dann den Hans Filbinger durch ein Theaterstück zu Fall gebracht, hatte dann auch Wessis in Weimar geschrieben und Mackenzie kommt, heißt ein anderes Stück von ihm. Aber er hatte niemals den Erfolg gehabt, was er dann mit dem Stellvertreter es geschafft hat. Und mein Eindruck war, als ich ihn persönlich kennengelernt hatte, und das war wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb er sich bereit erklärt hat, also sich mit mir zu unterhalten über seine Werke, ist, dass er unter seiner damals Bedeutungslosigkeit gelitten hat. Und
Gut, er ging nicht eigentlich. Er war nie an der Uni und er hatte kein Abitur. Das heißt, er musste eigentlich alles selbst lernen. Der war im wahrsten Sinne des Wortes Autodidakt. Und wie er das Schreiben gelernt hat, er hat sich mit bestimmten Autoren, Thomas Mann, ich weiß nicht, ob Ihnen Otto Flacke also im Begriff ist, der war, ich glaube, ein elsässischer Schriftsteller, der hat sich eigentlich mit ihren Werken beschäftigt und sich bestimmte Sachen dann aus ihren Werken zu eigen gemacht. Aber wenn man sich mit dem Text der Stellvertreter beschäftigt, merkt man sofort, wie holprig das ist. Das kann ich selbst als US-Amerikaner beurteilen. Und nun ist es ja so, in der Rückschau tut man sich ja immer einfach, weil dann sieht man, wie die Reaktionen gewesen sind. Und so ähnlich hat es sich mir ein bisschen auch dargestellt bei der Sache jetzt mit Hochhut. Wir tun uns leicht und sagen, damals die Kirche hätte nicht protestieren dürfen, sie hätte anders reagieren müssen. Aber war es nicht naheliegend, dass als sowas an die Öffentlichkeit gedrungen ist, dass Kirchenvertreter sich vehement dagegen geäußert haben? Die konnten ja nicht wissen, dass daraus sowas entsteht, was dann entstanden ist. Das wissen wir heute, aber das wussten die damals nicht. Und auch damals wusste es Neuhäusler, 64 wusste es, ein Jahr später, weil er genau gesehen hat, was da passiert ist in Berlin und hat deswegen die Operation Schweigen durchgeführt. Wäre er ein Jahr vorher gewesen, ich weiß es nicht, aber ich will nur sagen, wir als Nachgeborene tun uns einfach oder einfacher. Aber die im konkreten Handeln sind, tun sich etwas schwerer. Also ich möchte jetzt meine Aussage mit Ihrer Frage jetzt verbinden, von vorher. Weshalb ging eigentlich Adolf, ein solcher wie Walter Adolf, gegen Hochhut so hart vor? Ein Grund war, dass Adolf war es gelungen, andere Kirchenkritiker in den 50er Jahren, sogar Anfang der 60er Jahre, zum Schweigen zu bringen. Und er hat sich mit anderen Kirchenkritikern hart auseinandergesetzt. Gordon Zahn war ein US-amerikanischer Soziologe, der von Adolf heftig angegriffen worden ist. Und Adolf hatte damals so ein Netzwerk gebildet und tatsächlich die Publikation Zahns Buch in Deutschland verhindert, über einige Jahre hinweg. Und ich glaube, weil es ihm damals bei Gordon Zahn, auch bei ein paar anderen, die auch an Pius dann Kritik geübt hat, weil es ihm damals schon gelungen war, dachte ich, gut, wir machen es ja weiter, weil diese Strategie sich schon bewährt hat. Aber dann hat man nicht einsehen können, boah, die Zeit hat sich geändert. 1963 ist jetzt nicht mehr 1961, 1960 wie bei Gordon Zahn. Ja, bitte sehr. Wir haben hauptsächlich eigentlich die Strategie der Medien beleuchtet in Ihrem Vortrag und nicht so sehr die Einzelheiten, inwieweit Pius XII. Nun so oder so gehandelt hat. Ich finde es sehr erschreckend, dass diese Medien so eine Rolle spielen in unserer öffentlichen Meinungsbildung. Und das erleben wir ja auch heute immer wieder. Und es würde mich sehr interessieren, wenn Sie dazu grundsätzlich noch mal was sagen würden. Danke. Ja, das ist eine Frage, die wohl den Rahmen hier sprengt. Die Rolle, also als Historiker versuche ich, also das alles in ihren historischen Kontexte so einzubetten. Und ich kann lediglich dazu sagen, dass sich die Rolle der Medien nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA damals grundsätzlich verändert hat. Man kann das zelebrieren, das kann man auch bedauern. Naja, es ist ja ein bisschen fatal, dass sozusagen Neuhäuslers Strategie des Schweigens dann das Richtige war. Ja, das ist sehr fatal. Herr Schmiedinger, wollen Sie drauf? Ja,
etwas, was vielleicht zum Letzten passt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das erste Konzilsdokument Intermirifica zu den Kommunikationsmitteln 1963 noch im Dezember veröffentlicht worden. Und meine Frage ist, könnte es sein, dass es da einen Zusammenhang gibt? Habe ich nicht so richtig verstanden, Entschuldigung. Das erste Konzilsdokument Intermirifica zu den Kommunikationsmitteln ist 1963 im Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe, verabschiedet worden. Also die Bedeutung der Medien für die Welt, für die Menschen, eines der kleinen ersten Konzilsdokumente, im Dezember 1963 veröffentlicht. Also ein halbes, dreiviertel Jahr nach diesem, wenn man so will, medialen Skandal. Ja, eine interessante Beobachtung. So. Aber die Frage, gab es einen Zusammenhang vielleicht oder Verbindungslinien? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde vermuten, wahrscheinlich schon. Weil es in der Bischofskonferenz, wenn ich mich richtig daran erinnere, einen Ausschuss zu Medienfragen gegeben hat. Und ich bin auf etliche Dokumente gestoßen, als die Bischöfe und auch andere die Rolle der Medien grundsätzlich diskutiert hatten. Wie gehen wir damit um? Auch eine zentrale Rolle dabei hatte das Zentralkomitee der deutschen Katholiken gespielt. Und da waren auch viele Publizisten drin. Ich glaube, dass es wahrscheinlich wesentlich von einem Generationenwandel abhängt. Und die Älteren wie Walter Adolf, die verließen sich einfach auf das, was sie schon konnten. Und konnten eigentlich mit der Zeit nicht mehr gehen. Gibt es eigentlich Erkenntnisse, ob das Verhalten von Pius, zum Beispiel von Kardinal Faulhaber, beeinflusst war aus der Freundschaft, die die beiden Männer verband, als Pius Nuntius in München war? Und das trifft übrigens auch für Johannes Neuhäusler zu. Faulhaber und Neuhäusler hatten Pius richtig ins Herz geschlossen. Und Pius stand als vielleicht das Symbol der großen Vorliebe Pacellis für Bayern und dann auch für ganz Deutschland. Und ich kenne eigentlich, in seinen Schreiben haben sowohl, wenn ich mich richtig daran erinnere, Faulhaber als auch Neuhäusler, die hatten sich dann an ihre Begegnungen dann auch mit Pacelli erinnert und hatten dann seine Rolle so richtig hochgeschätzt. Und sein Opfer für Deutschland hieß es. Zur Reaktion der Kirche. In dem Buch von Hochhuth steht drin, dass Papst Johannes der 23. gefragt worden ist, ob man oder was man gegen das Buch, gegen diesen Stellvertreter machen kann. Und die Antwort vom Papst war, gegen die Wahrheit kann man nichts machen. Der hat das also ganz anders eingeschätzt. Ja, und Johannes hat 23 hatte dann auch in Bulgarien vielen Juden das Leben gerettet. Das war, wenn ich mich richtig dran erinnere, Zehntausende von Juden, ich glaube es in Bulgarien. Hochhuth hat es mir persönlich auch gesagt und ich habe dann versucht zu gucken, stimmt das, was er denn über Johannes den 23. gesagt hat oder nicht? Und ehrlich gesagt weiß ich es noch nicht. Ob das sich einfach nur so rumgesprochen hat oder ob sich Johannes der 23. tatsächlich so dazu geäußert hat. Und ich habe keinen Befund entweder für oder gegen gefunden. Das tut mir leid, da muss ich noch weiter recherchieren. Können Sie uns weiterhelfen? Ja, ein bisschen. Und zwar ist diese Äußerung, die ursprünglich auf Hannah Arendt zurückgeht, ist schon mal widerlegt worden. Ich kann jetzt allerdings nicht die Quelle genau sagen, wo auch darauf hingewiesen wurde, dass ja Johannes der 23. am 3. Juni 63 gestorben ist und so gut wie kein Deutsch konnte.
Und deshalb also sicher nicht, was mit dieser Äußerung verbunden war, bis dahin den Stellvertreter auf Deutsch gelesen haben konnte. Also das, zumal er in der Zeit vor seinem Tod ja sehr krank war und dann die letzte Zeit auch bettlägerig. Also das kann so sicher nicht zutreffen, dass er aufgrund der Lektüre des deutschen Originals das so gesagt hätte. Wann die italienische Übersetzung erschienen ist, weiß ich nicht. Aber der hat das sicher in den letzten Wochen und Monaten vor seinem Tod anderes zu tun, als dieses Buch zu lesen. Und dazu kommt, dass es auch einfach von den historischen Fakten unwahrscheinlich ist, weil er ja selber im Auftrag von Pius dem XII. Vieles für die Juden getan hat, viele Maßnahmen ergriffen hat und er selber eigentlich wusste um die Dinge, die Pius der XII. Getan hat, sodass das eigentlich unwahrscheinlich wäre, wenn er so eine Antwort gegeben hätte. Das leuchtet auch ein, weil die Hannah Arendt damals, also 64, 63, die war in New York. Und die hat sich dann für den Stellvertreter ausgesprochen, als er dann in New York aufgeführt worden ist. Und sie hat sich dann in die Kontroverse in New York eingemischt. Und gut, und die war seit Jahrzehnten dann auch in den USA. Und so wie sie dann das, wo sie das her hätten, wäre eine interessante Frage, wenn das tatsächlich der Fall gewesen wäre. Deswegen ja, haben Sie wahrscheinlich auch recht, also dabei. Bitte. In Ihrem Vortrag haben Sie ja zunächst mal ausgeschlossen, dass Sie etwas sagen wollen, ob der Pius nun tatsächlich etwas hat getan hat oder unterlassen hat, je nachdem. Es heißt hier zu den Auseinandersetzungen über das Schauspiel. Also die Auseinandersetzungen sind das Thema. Würden Sie sagen, dass diese Auseinandersetzungen, die ja, ich meine, der Zeitpunkt 62, 63, dass das die Vorläufer waren eigentlich zu den 68ern? Also meine Antwort darauf wäre, die waren keine Vorgänger für die 68er Bewegung. Das war eine andere Generation, wäre meine schlichte Antwort. Obwohl, so auch wenn einige der auch 68er sich solche Kritik zu eigen machen wollten und dass sie es versucht haben. Aber die waren einfach andere Personen, andere Persönlichkeiten, die involviert waren. So, ja, und zu dem, was Sie jetzt als allererste gesagt hatten, ich beziehe keine Stellung also zu diesen Fragen, also nicht nur wegen meiner sogenannten Historisierung, aber letzten Endes sind die umstrittenen Fragen weniger historisch, sondern moralisch. Und was hätte er machen sollen? Und es ist erstaunlich, wie häufig Konjunktiv in diesen Debatten vorkommt. Was hätte gemacht werden sollen? Und es ist auch meine Position, auch wenn was Neues aus dem Vatikanischen Archiv rauskommt, wird es wahrscheinlich die Grundfragestellung nicht ändern, weil das letzten Endes auch eine moralische Debatte ist. Und man benutzt dann bestimmte historische Fakten, um die eine Seite zu verteidigen oder die andere Seite zu verteidigen. Das ist Ihr Schlusswort gewesen. Ja, ja. Gut, am Ende dieser Veranstaltung möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Raff, bedanken für Ihr tolles Referat. Dafür auch, dass Sie jetzt so ausgiebig uns Rede und Antwort gestanden haben. Herzlichen Dank dafür und ich wünsche Ihnen weiterhin alles, alles, alles Gute. Danke. Nicht nur Ihnen persönlich, sondern auch Ihrem Vaterland. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich fürs Hiersein, fürs eifrige Mitdiskutieren. Besonders Ihnen auch, dass Sie da so uns auf die Sprünge geholfen haben. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Nachhauseweg und alles Gute und bis demnächst. Auf Wiedersehen.